So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, da steht der ganz, ganz große Coup an. Hoffentlich gegen Düsseldorf jetzt mit dem nächsten Sieg und vielleicht den Sprung an die Tabellenspitze. Wir sind, wie gesagt, noch ungeschlagen. Wir haben das letzte Spiel in Neapel dann noch 3:2 gewonnen. Irgendwie, wie auch immer, sei es drum. Wir haben alles noch in der Gruppe drin. Jetzt haben wir, wie gesagt, erstmal Düsseldorf und ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner danach ist. Das sehen wir uns dann danach an. So, gehen wir rein ins Match. Ja, es wird die gleiche Startelf, wie wir uns spielen. Jetzt diesmal, wenn wir so. Ich werde ein bisschen rotieren, da, weil da die beiden rechten, rechts außen, meine beiden rechten, gleich wieder von der rechten Seite. Ja, es ist alles falsch. Ihr wisst, wie ich das meine. So, mein Rechtsverteidiger und so mein rechter Mittelfeldspieler. So. Sind erstmal ein bisschen müde. Deswegen werden sie heute tatsächlich erstmal geschont. Pereira darf heute mal von mir gehen dann dran. Deswegen. So, das heißt Moukoko mal raus. Der hält der letzten Partien. Und für ihn wird jetzt Novoa mal wieder von mir gehen ran dürfen. Gehen wir ran ins Match gegen Fortuna Düsseldorf. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Ja, Düsseldorf ist ähnlich wie Bochum, auch wieder so, wahrscheinlich wieder so ein ekelhafter Gegner, den er eigentlich so nebenbei diese 3 Punkte einfach holen muss, um dran zu bleiben. Wie gesagt, wir dürfen uns eigentlich fast keinen Ausrutscher erlauben. Sollte das mit der Titelverteidigung, zumindest in der Meisterschaft, wieder klappen, dürfen wir eigentlich heute nicht verlieren. Weil ich weiß nicht, wie die Bayern, weil die Bayern natürlich ihr Spiel gewinnen, sind die wieder 4 Punkte weg. Und das letzte Saison haben wir auch durch 7 oder so schon gehabt. Haben es doch gedreht. Naja, gut. Gucken das wir war mal, der wie es geht. Anstoß. Spiel Gegen läuft. Fortuna Düsseldorf. Peri, der hat sich ja wieder festgespielt, hat so ein bisschen. Novoa. Der heute mal statt Moukoko Da geht er vorbei. stürmen Da hat er darf wieder. durchaus Optionen. Es Das gibt gibt Ecke. jetzt Ecke, ja, genau, wollte gerade sagen. Fiel das wohl gerade nicht ein. Ah, schade. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt.
Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es so spannend. Oh, das gibt Gelb. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Aber dann wird die Szene doch abgepfiffen, geht mit Freistoß weiter. Nee, gibt nicht, gibt's. Noch so ein Zweikampf und dann ist er fällig. Dann sieht er Gelb. Coach zeigt es auch an. Ruhiger werden, ruhiger werden. Kein Problem hier mit diesem dann doch letzten Herrera. Harmlosen Ball. Der den Verein verlassen wird. Aubameyang. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und den lässt er mal kurz stehen, den Verteidiger dort. Chance jetzt zum Führungstor. Und dann ist es das 1-0. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Eckloff. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Sein viertes Saisontor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ah. Tanaka. Ball ist weg. Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ja, wo will der denn hin? Diesen Ballverlust. Und er löst, schimmert. Ah, der Ball kommt. Über Schelderup. Die Flanke in Richtung. Kriegt er den noch da irgendwie hin? Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Keine, kein. Gar nichts. Kein Elfmeter, kein gar nichts. David Kownacki. Gute Aktion. Ah, der Ball kommt wieder zurück zu Bayreuth. Ball wieder. Bralla, aber der geht dann quasi wieder zum Gegner zurück. Pereira. Aubameyang. Ah, kommt nicht durch. Aubameyang verliert den Ball. Das könnte die Chance werden. Jetzt mal auf die linke Seite, Entschuldigung. Flanke jetzt. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Ja, es ist aus steht schon irgendwo also jetzt gefühlt ganz gut da hinten drin. Jetzt Aubameyang. Aubameyang. Stark dazwischen gegangen. Nochmal. Zum ersten Mal, Leute. Sie versuchen. Und nochmal. Und da muss sich der jetzt hat er Keeper nicht mal bewegen. Ja, wie gesagt. Sie spielen steil, gefährlich. Ach Mann. Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Es gibt einen Treffer im Stadion an der alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Emre Can ist der Torschütze. Ein richtiges Knipsertor. Da musste er den Ball nur noch über die Linie drücken. Neuer Spielstand damit 1-0. 37 Minuten sind gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Wir sind gerade ein bisschen überlegen, aber kriegen es noch nicht so gerade gebacken. Kurze auf die Flanke. Hätte gefährlich werden Wir haben können, noch keine wirklichen Torchancen, wo wir gerade ein bisschen was machen können. Schön. Ball draußen wird Einwurf geben. Ah. Appel kam. Ja, lass mal so. So, irgendwo war es dann unklar. Düsseldorf mit dem ersten Durchschuss der drin. Noch weiterentwickelt. Ausgleich hier kurz vor der Pause. Das könnte noch ein sehr wichtiger Treffer sein. Boah, ist das bitter. Das ist viel zu einfach. Da Perry, der sich da ausspielen lässt. Und dann passiert da einfach mal sowas. Alles auf Anfang. Es steht 1-1. Pause. 45 1 Minuten zu sind 1. Vorbei. Die Spieler gehen wieso auch immer. In die Kabinen.
So. Jo. Und gegen einen vermeintlichen schwachen Gegner steht dann zur Pause 1-1. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Weil du die Überlegenheit einfach nicht umsetzen kannst. Tanaka. Das hat er geahnt. Ja. Kriegt er den da noch mit? Nee, kriegt er nicht. Der lange Ball, der ist nicht ganz ohne, aber gut aufgepasst da. Und Aubameyang. Schöpner, super aufgepasst da. Ja, der ist erstmal weg. Diesen Pass holen sie sich. Aubameyang. Ja, wo war das denn? Ja, sehr Schipnowski, der das mal durchgeht. Und pass! Da ist er da. Den Ball hat er. Oh, abseits. Also die darf das nicht abseits passieren, dass man hier... Abseits, diese Szene mit irgendwie fällt dem Bayreuther gerade nichts wirklich ein. Drin, da hat nicht wirklich viel gestimmt. Lemperle. Lemperle. Könnte die Führung werden. Und so, Tor. Jetzt führt man wieder. Die Düsseldorfer waren so, ja, irgendwie gefühlt dran, um das Spiel zu drehen. Und jetzt führen wir wieder mit 2-1. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. 2-1, hier ist noch alles drin. Schöderup. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Oh, da haben sie natürlich Pech. Da muss mehr etwas hier. Genau richtig gemacht. Ganz clever. Dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Na, der Ball springt drüber. Sie wechseln jetzt. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. 66 Und. Minuten sind gespielt. Dankeschön für diese Infos. Ball kommt jetzt erstmal. Da können Sie kontern. Zu Bailey, der aufpasst. Aber dann verlieren Sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, Tanaka wieder gut aufgepasst. Der Vierer, der ist gar nicht so schlecht da bei Düsseldorf. Der macht da schon einige Dinger gerade so zu. Ball ist beim Torwart. Erstmal Haddan. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, schön aufgepasst. Und der Konter über Aubameyang, der wieder so eine Geschwindigkeit an, mit so einer Ausspielung kann. Nein, ist es nicht. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Erstmal Schipnowski, so, der wie... Aber Perry, nö, das ist so... aus diesem Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Ja. Es gibt einen Treffer im Stadion an der alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Dortmund. Könnte der Ausgleich sein. Und plötzlich jetzt mal. Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Du kriegst keinen Zugriff auf dieses Spiel. Das ist Sache, ja. So ein ekelhaftes Gegner. So ein Gegner, der Bochum, Düsseldorf, die du eigentlich normalerweise ohne Probleme mitnehmen musst. Ich meine, noch ist es ein bisschen Luft, aber nicht mehr viel. Sterne noch mal reinwerfen. Ja, vielleicht Ab noch mal was machen.
Ja, ich muss wohl was probieren. Ich werde jetzt durchziehen, wechseln. Erst der Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht es. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Mal gucken. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber der war Verteidiger. Er kommt da stark tatsächlich gekollt. Noch vor der Torlinie ran. Abgefangen dieser Ball. Düsseldorf hat die Kugel. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Nein! Das war's. So, Mann. Das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Ich sage ja, gegen so Gegner holst du dann diese also nicht die Punkte, die drei Punkte. Und das ist ja völlig klar, von diesem späten Ausgleich haben die sich nicht mehr erholt. Zunächst habe ich gedacht, vielleicht kommt da ja noch was, aber es ging gar nichts mehr. Ne. Ja, du hast doch zwei Situationen Spiel gehabt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. In so einem engen Spiel. Ich will jetzt... Ach Mann, ist das ärgerlich. Das kotzt mich gerade an so ein bisschen. Das so ein Ding musst du gewinnen. Gerade weil die Konkurrenz gepunktet hat. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgerundet. Jetzt haben wir wieder richtig, jetzt haben wir wieder 4 Punkte Rückstand. Das muss erstmal wieder gegen die Bayern holen. Glaube ich, oder? Nächste Gegner wird es in Frankfurt. Ja, ja, Bayern hat auch nur glaub, ja, 4. Unentschieden schon diese Saison. Wir haben 11 Spiele durch, wir haben 4 Unentschieden drin. Und gegen so ein Team musst du eigentlich gewinnen. Gegen so einen Gegner musst du, ja, ja Mann, mich ärgert es gerade so ein bisschen. Wie viele waren Düsseldorf? Die waren doch auch da ganz unten irgendwo mit drin, oder nicht? Ja, gegen den Tabellen 14. Weißt du, du platzt gegen den Tabellen 14. Du gewinnst mit viel Glück noch in Bochum und dann gegen Düsseldorf unentschieden zu spielen. Gegen zwei Teams, die ganz unten drin stehen. Aber da oben alles schlägst du weg. Dortmund geschlagen, Leipzig geschlagen. Na gut, die ersten beiden Unentschiede gingen ja auch unentschieden aus. Ersten zwei, genau. Jetzt bei das Spiel unentschieden. Naja gut, ist halt so. Mal schauen. Die Bayern werden sich noch nicht freuen. Die sagen jetzt, oh, danke, super gemacht. Genau, die haben ihr Spiel gewonnen, genau. So wie es erwartet hatte, ja. Wenn sie gewonnen wären, so 2 Punkte mehr, dann waren nämlich 27. Dann waren wir da ein bisschen weg gewesen oben. Na gut, nächster Gegner ist in Frankfurt beim Tabellenfünften. Das liegt uns vielleicht wieder ein bisschen was besser. Wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt, mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt.